Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Parkbauprojekt hier in Jurassic World Evolution 2. Und zwar bauen wir heute eine Insel und die soll heißen Lost World. Auf dieser Insel haben viele Forschungen, was so Dinosaurier-Erschaffung angeht, stattgefunden. Und dann ist das alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die Dinosaurier haben sich ihre Freiheit zurückerkämpft und haben die Insel übernommen. Das heißt, auf dieser Insel erwarten uns viele verlassene und zerstörte Forschungsanlagen und natürlich freilebende Dinosaurier. Wir befinden uns übrigens, wie beim letzten Parkbauprojekt auch, auf Isla Sorna, weil diese Insel eigentlich oder diese Karte am besten dafür geeignet ist, weil es da halt viel Wasser gibt, wenn man das mit Mods so ein bisschen bearbeitet und halt man diese dschungelige Atmosphäre hat, die ich dann später natürlich auch haben möchte. Mir ist übrigens auch aufgefallen so ein bisschen, dass ich das sehr liebe, mir selber so eine Insel aufzubauen. Das gibt mir halt echt immer diese alten Vibes zu Jurassic Park Operation Genesis und ein bisschen vermisse ich das auch bei Jurassic World Evolution 2. Vielleicht kriegen wir ja nochmal durch ein DLC oder sowas eine Inselkarte oder sowas dazu, das wäre ganz cool, weil irgendwie fehlt mir das echt. Mit Mods ist es natürlich möglich, aber ich denke dann natürlich auch mal so ein bisschen an die Konsolenspieler, die nicht die Möglichkeit haben, Mods zu verwenden. Deswegen würde ich es ganz cool finden, wenn dann auch noch die ein oder andere Inselkarte irgendwann in das Spiel kommen würde. Ich werde auch bei diesem Parkbauprojekt so ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viele unnötige Objekte platziere, auch wenn ich jetzt hier gerade schon wieder total durchdrehe mit Felsen. Aber ich will es halt zum Ende bringen. Das war halt beim letzten Parkbauprojekt echt ärgerlich, dass wir es abbrechen mussten, weil es halt nicht mehr funktioniert hat. Und Kai Udenik hatte auch gepostet, dass es wohl wirklich daran irgendwie liegt, dass das Game irgendwann crasht, wenn man zu viele Objekte halt im Park hat. Deshalb werde ich hier nicht auf Details verzichten, also ich werde trotzdem noch viele Felsen und sowas platzieren an den Stellen, wo ich es auch haben möchte. Aber ich werde darauf achten, dass die Insel nicht allzu groß wird, also dass das Ganze dann am Ende auch noch schön funktioniert und wir dann uns auch das fertige Ergebnis anschauen können und vor allem, dass ich das dann auch für euch dann hochladen kann, weil ihr wollt ja gerne das Savegame dann auch immer haben. Hier an dieser Stelle habe ich mir übrigens überlegt, dass ich es noch ganz cool finden würde, wenn hier der ein oder andere Flugsaurier am Strand oder an der Küste noch so entlang fliegt. Deshalb habe ich hier nochmal ein unsichtbares Aviarium eingebaut. Und da muss ich natürlich jetzt direkt im Voraus die Flugsaurier auch freilassen. Habe mich dafür Tapijaras entschieden. Ihr Stück an der Zahl
Und dann auch noch Tropiognathus. Davon wollte ich 2 Stück haben. Ja, bisschen doof war nur, dass ich leider die Sandkasteneinstellung noch nicht ganz richtig eingestellt hatte. Und deshalb wurden hier schon 2 Tapejaras getötet von den Tropiognathus. Hab dann einfach nochmal 2 neue freigelassen. Dann habe ich die Gebäude wieder entfernt soweit und den Wald wieder eingezeichnet. Und dann auch noch den ein oder anderen Felsen in diesem Gebiet halt platziert, wo die dann auch landen können. Weil die sind ja sozusagen trotzdem von einer unsichtbaren Kuppel umgeben und können aus dieser Kuppel dann nicht heraus. Und jetzt ging es schon an den Bau von der ersten zerstörten Forschungsanlage. Dabei habe ich die Jurassic Park-Ära-Gebäude genommen. Finde ich ja optisch immer richtig cool. Und die sehen auch cool aus, wenn man die Gebäude dann zerstört. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Ich denke, euch ist sicherlich auch schon aufgefallen, dass ich wieder einiges an Mods verwende. Die Modliste, die ich hier verwendet habe bei dem Parkbauprojekt, packe ich euch unten wieder in die Videobeschreibung. Also falls ihr auch sowas ähnliches bauen wollt, könnt ihr dort mal vorbeischauen und dann auch mal die Mods selber ausprobieren. Ich habe dann hier auch schon mal so einen natürlichen Pfad eingezeichnet. Das ist dann der Weg, der später in den nächsten Forschungsbereich führen wird. Aber für heute werden wir dann erstmal diesen kleinen mit Bäumen jetzt mittlerweile eingezäunten Forschungsbereich gestalten. Ihr werdet auch gleich sehen, da wird noch einiges dazukommen. Vor allem werden wir uns auch gleich noch ganz viel austoben mit einer Mod, mit der wir Gebäude zerstören können und sowas, damit wir auch die richtige Atmosphäre haben. Bei dem Bau von diesen Zäunen müsst ihr euch übrigens nicht wundern, da nehme ich mit Absicht immer die kleinstmöglichsten Abstände. Das liegt einfach daran, dass wir die dann gleich besser zerstören können und genauer zerstören können, so wie wir es auch haben wollen. Ich zäune das Ganze jetzt hier auch schon großflächig und komplett ein. Das wird gleich auch noch ein bisschen weniger werden, wenn es dann halt zerstört ist. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los, denn jetzt können wir alle gebauten Sachen nochmal selber so ein bisschen zerstören, nämlich mit dem Damage Tool. Das ist eine sehr coole Mod, die natürlich für so ein Projekt mega perfekt ist. Ich habe ja auch damals schon solche Projekte gebaut in Jurassic World Evolution 1 und da war es halt echt immer ein bisschen anstrengend, weil wir halt immer auf Tornados warten mussten und diese Tornados haben dann halt auch mal so ein bisschen random zerstört. Da kann man das halt nicht so kontrollieren, wie es hier halt hier der Fall ist. Hier kann ich wirklich alles genauso zerstören und an den Stellen zerstören, wo ich es dann auch haben möchte. Und jetzt, wo die Gebäude zerstört wurden und qualmen, nimmt das Ganze auch so langsam diese Atmosphäre an, die es dann später auch haben soll. Natürlich werden wir noch viel, viel weiter in diese Richtung gehen mit weiteren Objekten, die ich jetzt so einfach überall noch hinplatzieren werde. Auch so ein bisschen kreuz und quer, damit es so aussieht, als wenn das Ganze schnell verlassen werden musste.
Und jetzt habe ich angefangen, das Ganze noch ein wenig überwuchert wirken zu lassen mit ein paar Pflanzen und Objekten, die ich hier noch platziere. Dann sieht das auch so aus, als wenn diese Anlage schon ein wenig länger verlassen wurde. Gerade so hohes Gras und so an Gebäuden finde ich da immer optisch richtig ansprechend. Die Jeeps habe ich dann auch noch zerstört, damit die nicht so gerade geparkt in der Station stehen. Leider ist es so, dass die Models nicht zerstört werden, wenn ich die mit diesem Damage-Tool halt kaputt mache. Aber das wird später noch der Fall sein, weil ich werde ja noch Dinosaurier freilassen und die werden dann sowieso noch das ein oder andere Mal durch die Jeeps durchlaufen und diese dann zerstören. Und dann werden die wahrscheinlich sowieso noch irgendwo komplett anders hingekickt, also an irgendeine andere Stelle. Deswegen kann ich das eh auf Dauer nicht beeinflussen, wo dann die Jeeps stehen werden. Und in diesen Bereich kommen zwei Kentrosaurus. Sind übrigens die neuen vom Camp Kreidezeit DLC. Die finde ich optisch richtig cool mit dem roten Skin. Dazu kommen auch noch drei Mayasaurer. Und zu guter Letzt 5 Strutiomimus. Also einiges an Dinosauriern, was da jetzt rübergeflogen wird. Und natürlich, damit das Ganze auch funktioniert und die Dinosaurier hier in dem Bereich bleiben,
müssen wir auch noch ganz schnell das Ganze eben einmal einzäunen mit so einem unsichtbaren Zaun. Da werde ich jetzt mal hier großflächig einmal hier drumherum einfach das Ganze ziehen. Und dann bleiben die Dinosaurier auch da, wo sie bleiben sollen. Müssen wir mal kurz gucken, ob es verbunden ist. Ja, das ist soweit verbunden. Ich mache hier das Stück noch weg. Und dann seht ihr auch, in diesem Bereich werden sich dann diese ganzen Dinosaurier aufhalten. Nach und nach werden jetzt die Dinosaurier hier eingeflogen. Die beiden Kendros sind schon gelandet. Und ich finde, das sieht jetzt schon richtig cool aus. Und wenn dann gleich noch mehr Dinosaurier da sind, dann wird das, glaube ich, richtig belebt wirken. Der erste Maya ist jetzt auch angekommen. Ihr könnt natürlich auch wieder Namensvorschläge für die ganzen Dinosaurier und Flugsaurier, die wir heute freigelassen haben, in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Es sind wirklich einige, also die Chancen stehen gut, dass ihr euch dann hier verewigt. Der letzte sollte jetzt auch da hinten landen. Wir fliegen mal schnell darüber. Schön über die Baumkronen hinweg. In unseren ersten Bereich. Der sollte jetzt gut bevölkert sein. Also ich glaube, man kann schon ganz gut sehen. Hier laufen einige Dinosaurier jetzt rum. Aber das ist schon cool, wenn die auf dem Weg rumlaufen. Da kommt auf jeden Fall schon das Feeling rüber, was ich auch erreichen wollte. Dass das Ganze halt so verlassen ist. Das soll es jetzt mit der ersten Folge von unserem neuen Parkbauprojekt Lost World gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und wir schauen uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.